Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Aquadicted, unserem und eurem Aquaristikkanal. Wir starten ein neues Projekt. Mit diesem Video geht's los und das ist eigentlich kein neues Projekt, sondern ihr kennt es schon, das steht hinter mir. Unser 3 Meter Biotop-Aquarium, was es damit auf sich hat, wie es bisher lief und was wir damit vorhaben, erfahrt ihr jetzt. Los geht's. Ja, das XXL Amazonasbecken haben wir eingerichtet im Juli oder August. Also im August habt ihr aufgemacht, letztes Jahr. Und wir ein paar Tage vorher, wir hatten nicht viel Zeit. Ja, dann war es auf jeden Fall im August. Da haben wir es eingerichtet. Und es hat sich etwas geändert und jetzt sieht es halt so richtig biotop-like aus, habe ich gerade festgestellt. So mehr oder weniger beabsichtigt. Gehen wir gleich drauf ein. Wie ist dein Feedback oder wie ist dein Fazit jetzt nach diesen, naja, einem Jahr und sagen wir 15 Monaten? Es ist ein schönes Setup. Mhm. Aber es ist schwierig. Schwierig. Hoher Fischbesatz, keine Pflanzen, keine Verbraucher. Das bedeutet viel Futter. Das heißt hoher Fischbesatz, das ist so hoch war der Fischbesatz ja gar nicht. Aber es waren halt alles Fische, die halt auf Lippenfutter, Frostfutter angewiesen waren. Und wie wir das halt immer sagen, es beißt sich immer ein bisschen. Jetzt haben wir noch zusätzlich keine Pflanzen mit drin, außer die Monstera, die was zieht, aber das ist jetzt auch nicht so markant mehr oder viel, dass es hier wirklich algenfrei funktionieren könnte. Zusätzlich, muss ich dazu sagen, sind ja diese Wurzeln, die schauen ja jetzt hier so von oben rein. Die Kessel beleuchten quasi immer, man sieht das ja auch immer, solche Spots und die algenfrei zu bekommen, ist wirklich schwierig. Ich muss aber sagen, mit dieser leichten Algenpatina, die jetzt drauf ist, habe ich eben schon gesagt, bevor wir gedreht haben, wenn das jetzt niemand wüsste und du machst hier ein paar Aufnahmen und stellst das bei YouTube rein als Biotopaufnahme aus Südamerika. Also ich würde es dir abkaufen. Es sieht wirklich so aus. Das ist halt jetzt eine leichte Grüneigenschicht drauf und das Aquarium ist auch im Moment das etwas war's. Grün. Ich wollte gerade sagen, das war es nicht die ganze Zeit. Ja. Der Mika, unser Lehrling, der hat das ja immer maintained und zum Schluss sah es eigentlich immer gut aus. Das Becken hatte immer einen leichten Hang, ein bisschen trüb zu sein, durch den Sand und die ganzen Wühlschweine. Ja. Also wir hatten ja die Flunderharnischwälze, wir haben die Geophagos. Das hat es immer noch ein bisschen schwieriger gemacht. Also es sah nie so clean aus, wie man sich das eigentlich vorstellt. Es war halt ein Biotop. Jetzt würden natürlich unsere Zuschauer, die sich noch erinnern können, einwenden, ja wieso ist es leicht trüb? Du hattest doch die zwei Sera-Filter mit den zwei UV-Klärern dran. Das kann doch eigentlich gar nicht trüb werden. Es war eher eine mechanische Trübung als eine biologische. Also durchs Graben, durchs Wühlen. Durchs Graben und durchs Wühlen. Okay. Durch starke Fütterung hat man auch immer so Mulmnester an der Ecke gehabt. Die können ja sind nicht nirgendwo, naja. Also der Filter hat es jetzt nicht immer rausgezogen. Genau. Zusätzlich waren die Sera-Filter leider nicht so zuverlässig, wie wir uns das immer gehofft haben. Die waren sehr schnell zugesetzt. Also die Filter, das waren schon 1200er Extreme, die waren größten, ne? Teilweise wirklich noch zu wenig. Wir hatten dann überall noch Vorfilterpatronen dran gebaut mit feinen Filtermedien, um wirklich die Trübung rauszufiltern. Aber wir sind ja ganz transparent, wie das Becken jetzt aussieht. So sah es jetzt nicht die ganze Zeit aus, es war eigentlich immer vorzeigbar. Aber seit ein paar Tagen, seit Donnerstag, da haben die Mitarbeiter nochmal die Wurzeln geschrubbt und ein bisschen die Patina entfernt, und aber das war scheinbar auch irgendwo ein Auslöser, dass dann halt andere Algen kamen, ja klar, die sich das zunutze gemacht haben. Du hast halt viele Algensporen ins Wasser und dann sind Nährstoffe, also du hast das Becken nicht gedüngt, aber Nährstoffe in dem Fall halt Phosphatnitrat durch die Fische, die sind natürlich wieder ein super Startkapital halt für die anderen Algen, die dann halt dementsprechend wachsen werden. Grundsätzlich war ja hier auch Osmosewasser drin und das war auch ein Problem, denn wenn bei einem Becken mit, sag ich mal, so einem Besatz, dann muss man halt einmal die Woche sehr großen Wasserwechsel machen. Ich würde schon sagen 50-70%, das hätte wahrscheinlich das Becken auch ein bisschen besser aussehen lassen. Aber so viel Osmosewasser können wir gar nicht auffangen. So waren wir halt limitiert. 1000 Liter oder wie viel? Das sind 1200 Liter. Okay. Und wir haben 400 Liter könnten wir immer wechseln. Das sind fast 50%, aber es war schwierig, man konnte nicht immer Wasserwechsel machen, wie man wollte, weil man an das Osmosewasser so gebunden war. Hm. Wir haben ja auch noch welches im Verkauf, nicht immer waren dann genau 400 Liter da. Genau, und also das muss man halt einfach dazu sagen, es waren ein paar Fallstricke, die dieses Setup ein bisschen erschwert haben.
Ja. Den Fischen geht es super gut. Wir hatten Nachwuchs von Geophagus sveni. Wir hatten immer wieder Laich. Wir hatten auch die Flunderharnischwälze, die Markbrütenden. Rhinelorikaria similima war das, glaube ich. Wenn du die alle aufzählst, ja. Fällt mir gerade auf, die sind ja gar nicht mehr drin. Nee, wir haben jetzt nach und nach, weil wir schon seit längerem ein Projekt an. Stell dich mal nach links, damit ich nicht immer diese Vögel mit drauf habe. Ja, okay. Ja, die sich jetzt erstaunlich ruhig verhalten. Ja, aber ich höre sie in meinem Kopfhörern. Okay. Und ja, wir haben den Besatz schon ausgedüngt. Die Scalare sind nicht mehr drin. Es sind noch ein paar Copidus drin. Es ist noch Monkhausia drin, also ein paar große Salmler und ein paar Neons. Und das war es dann auch schon. Und ein paar Algenfresser. Habe ich das jetzt überhört? Die Wälse sind auch raus. Genau, wir haben alles schon abverkauft, sukzessive, und das schon über Wochen und Monate, also naja, Monate nicht, aber über einige Wochen. Mhm. Habe auch ein bisschen was inseriert, auch die Scalare hatte ich inseriert, konnten wir dann gar nicht so schnell abverkaufen, wie die Interesse dann daran war, weil wir das Becken ja jetzt nicht wochenlang ohne Besatz stehen lassen wollten. Ja. Aber heute ist Tag, wo wir es leer machen möchten. Hast du das schon gesagt? Nein. Okay, deswegen sind auch die Scalare jetzt schon nicht mehr hier drin. Ja, also. Wir fassen mal zusammen. Ich höre einerseits Begeisterung und andererseits auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Frust, aber du bist so ein bisschen based, so würde ich sagen. Also du hast jetzt ihr habt jetzt hier diesen Entwicklungsprozess da durchgemacht und jetzt kannst du also wirklich guten Gewissens sagen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Generell muss ich jetzt mal sagen, ich bin ja nicht so oft hier. Es sieht, so wie es jetzt auch ist, diese leichte Grünfärbung für mich schon attraktiv aus. Ja, ist es. Ich weiß auch. Aber auch, dass wir stehen hier in einem Geschäft und ihr lebt jetzt nicht von Biotop-Fans, sondern das Aquarium soll ja immer auch irgendwo repräsentativ sein. Es muss jetzt hier mal was passieren, nicht nur weil es aussieht, wie es aussieht, sondern weil wir es generell vorhatten. Wir hatten ja im Sommer schon das Hardscape, kommen wir dann später dazu, geplant. Ja, du wirfst was ein. Ja, wir wollten das von Anfang an, das was wir jetzt bauen, ja. Wollten wir von Anfang an so. Ja, ich habe dich wochenlang vor der Eröffnung genervt, wie wir dieses Becken gestalten. Und ich hatte dieses Setup in meinem Kopf, du hattest die Fische, also quasi ich wollte auf jeden Fall dieses Biotop und du hast dann gesagt, lass uns doch, wir verraten jetzt noch nicht so viel, die Fische einsetzen, die passen super in dieses Biotop und es die passen zu eurem Wasser. Und es passt auch zu uns, weil es Oldschool-Fische sind. Ja, außerdem. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, alles Oldschool-mäßige, was viele junge Aquarianer gar nicht mehr kennen, wieder Fan zu machen. Ja, und das, ja auch nicht nur junge Aquarianer als Zuschauer. Ne? Genau. Und was ist, nennen wir ein paar Arten, die auf jeden Fall ein bisschen populärer wieder geworden sind, nachdem wir sie erwähnt haben. Bitterlingsbarbe. Auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, also auch bei Pflanzen sind jetzt ein paar alte wieder zur Geltung gekommen. Was haben wir noch Fame gemacht? Also Bitterlingsbarbe ist so das Ding. Ich würde sagen Popokopfbarbe auch. Ja, ja. Was rückt noch mehr in den Fokus? Also war einiges. Mir mal nachhelfen. Es war einiges. Wir haben ja. Was verkaufst du jetzt mehr? Was ich jetzt mehr verkaufe? Also von den alten Arten. Ja, auf jeden Fall Bitterlingsbarben. Hm? Okay, die sind eigentlich so das ist eigentlich das Hauptding. Ja. Aber wir, also ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ja, jetzt wo wir hier stehen, fällt mir jetzt auch nicht. Aber wie oft wir in den Videos sagen, ja, das ist ja auch wieder so eine Art, die wir seit, also naja. Popopacht und Barsch. Ja. Naja, hatte Tax eigentlich als erstes. Bevor er wieder anfängt zu weinen, wenn er das jetzt hört. Er wird es uns nachsehen. Ja. Gut, wir reden mal gar nicht so lange drum herum. Also generell, wie gesagt, ich finde es trotzdem noch attraktiv, aber es wird jetzt hier eine Veränderung stattfinden und das hat einfach den Grund, dass wir das machen wollen oder jetzt machen können, was wir eigentlich von Anfang an vorhatten. Die Zeit hat aber auch gedrückt, wir konnten es nicht anders machen. Und sowas wir waren jetzt im Kalenderstress. Ja, es war das sowieso, aber nee, auch letztes Jahr hätten wir es gar nicht machen können. Wir hätten es nicht geschafft. Genau, und jetzt wollen natürlich schon alle zu Hause wissen und schauen mit den Füßen, was kommt jetzt hier rein. Wir werden es uns trotzdem noch nicht verraten. Wir werden auf jeden Fall den Kontinent Südamerika verlassen. Wir gehen wo ganz woanders hin. Und es wird, also Biotop Light ist ja auch so ein Modewort, würde ich jetzt so nicht sagen. Wir machen eine schöne Mischung. Wir machen ein attraktives Aquarium hier draus. Es kommen auch Pflanzen rein. Es wird Biotop-like, nicht light, sondern Biotop-like. Und wir versuchen hier den Kompromiss zu finden zwischen einer Landschaft, die glaubhaft ist, also was draußen so vorkommen könnte. Der Fischbesatz wird einigermaßen passend werden und es soll trotzdem, die Ästhetik soll nicht zu kurz kommen. Und das haben wir vor. Und der erste Schritt wird sein, ihr macht das Becken jetzt leer. Also der Fischbesatz zieht jetzt aus, die Deko zieht aus und du willst es jetzt trocken setzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut. Ganz kurz noch,
Du hattest vorhin gesagt, die Serra-Filter haben sich nicht bewährt. Was lief denn jetzt für eine Filtertechnik an dem Anfang? Also wir haben links einen Tetra-Filter drin, ja. Weil uns das der liebe Mario von Tetra, der hat das ganz kurzfristig übernommen, uns einen Ersatz zu geben. Und rechts ist ein Fluval FX6. Mhm. Davon habe ich noch einen zweiten. Ja. Und diese zwei werden zusammen mit einem großen UV-Klärer, ja. Also nicht diese kleinen Funzeln, die in dem Filterkopf eingebaut sind, auch wieder hier Platz finden, weil technisch wird das soll auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Das dachte ich mir. Technisch werden wir es auf jeden Fall upgraden, weil der Fischbesatz wird wieder vernünftig werden. Also wir müssen davon ausgehen, dass wieder eine Belastung zustande kommen könnte und wollen aber diesmal gleich im Vorfeld vorbeugen, indem die Technik einfach größer wird. So, und wir haben es ja immer schon wieder gesagt oder immer mal wieder gesagt, wenn ich jetzt bei dir bin mit im Laden und richte die Aquarien mit ein, dann ist es der eine Part, aber die werden ja langfristig gepflegt. So, ja. Du bist ja nun auch nicht immer im Laden. Oft? Also ja, in letzter Zeit war es gar nicht so häufig. Aber ja nicht nur da hier. Da hat Gotha meine ganze Aufmerksamkeit gebraucht. Das ist manchmal so, wenn man mehrere Läden hat. Ja, es sind zwei Etagen. Ja. Und wenn da zwei, drei Leute fehlen, dann ist der Land unter und dann bin ich oft in dieser Filiale. Ja, aber trotzdem sind das ja Arbeitsabläufe, die kosten halt regelmäßig Zeit. Ja. Und es ist halt immer schwierig, wenn du im Laden bist oder du kommst in den Laden und wahrscheinlich wie bei mir auch, 5 Millionen Dinge, die du nicht geplant hast, die kommen dann erstmal und haben Priorität. Und dann ist es schwierig, wöchentlich einen immer wiederkehrenden Prozess zu machen oder zu managen. Genau. Und du hast das ja outgesourced, hast du gesagt. Ja. Genau. Ihr habt ja meine Kollegen jetzt in den Videos auch schon gesehen. Jetzt stellen wir unseren Zuschauern einfach mal deinen Kollegen vor, würde ich sagen. Und der kommt jetzt mal fix mit ins Bild. So, hier haben wir den Mika. Hi, jetzt rückt da erstmal beide bitte in die Mitte, damit ich nicht nur die Vogelanlage drauf habe, sondern euch und das Aquarium. Ja, so. Du bist das erste Mal vor der Kamera. Ja, richtig. Okay, aber alles easy. Das stimmt nicht, wir waren schon so oft zusammen in einer Insta-Story auf unserem Kanal. Gut, das haben aber wahrscheinlich nicht so viele gesehen wie das YouTube-Video. Das denkst du, nur weil deine Facebook-Posts nicht so viel Aufrufe haben wie meine Insta-Posts. Oldschool Facebook. Zieh mich nur auf. Du arbeitest hier seit letztem Jahr? Richtig, seit November letzten Jahres. November, okay. Wie gefällt es dir in der Firma? Ich fühle mich hier super wohl. André ist... Was soll er jetzt auch sagen? Ich bin sein Chef. Das ist ein geiler Job, oder? Also Zoohandel ist schon cool. Wenn man das als Hobby betreibt, ist es natürlich meiner Meinung nach noch mal ein bisschen schärfer. Aber das erfüllt mich einfach hier. Das ist genau das, was ich wollte, was ich gesucht hatte. Erinnert mich so an unsere Anfänge. Ja. Gut. Der ist auch so ungeduldig wie ich zu meinen Anfängen. Also ich sehe mich da oft selber wieder. Aber naja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Und du hast dich jetzt immer um das Becken gekümmert. Richtig, ich habe mich um das Becken gekümmert. Ja. Ich habe einmal die Woche diese 400 Liter Osmosewasser PVC. PVC, genau. Gewechselt. Ich habe die Scheiben geputzt. Ich habe mich um die Filter gekümmert. Und das Becken sah natürlich nicht immer so aus. Das ist, wie schon erwähnt, in den letzten zwei, drei Tagen so passiert. Also du hast ja auch noch jetzt rückt doch trotzdem noch mal in die Mitte. Ja. Du hast ja noch andere Sachen hier zu tun. Genau. Jetzt haben wir uns aber überlegt. Also der Mika ist hier Lehrling. Ja. Und jeder Lehrling geht bei uns automatisch in die Aquaristik. Mhm. Weil in 3 Jahren Lehrzeit, wenn du alle Tiere und alle Sortimentsbereiche wirklich gut können willst, musst du trotzdem alle 3 Jahre eigentlich in Aquaristik sein, um nach 3 Jahren wirklich das Wissen zu haben, weil das Feld ist, wo man am meisten lernen muss. Der Mika ist aber auch mal bei Hund, Katze und jetzt ist er im zweiten Lehrjahr und geht auch mal in die Kasse. Und du bist ja auch Hobby-Aquarianer. Richtig. So, und das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Wenn man in diesem Job Fuß fassen will, ist es schon echt von Vorteil. Eigentlich ist es fast Voraussetzung, dass man das Interesse und den Spaß an der Sache mitbringt. Jetzt haben wir uns Folgendes überlegt. Wir wollen dieses Becken ja nur einrichten und da du dich ja wieder drum kümmern sollst, bitten wir dich netterweise einfach mit ein, weil das ist ja nur fair. Denn du sollst jetzt deinen Teil hier mitwirken und du wirst dich dann drum kümmern. Wie wir es jetzt genau machen, das besprechen wir dann. Aber ich fände es jetzt, es wäre irgendwie ein scheiß Move, wenn wir das hier einrichten und dann stehst du da und du musst dich kümmern. Du sollst damit bestimmen. Das ist ja bei jedem Becken, was wir bis jetzt gemacht haben, war immer die Erfordernis. Wir haben es eingerichtet und dann mussten die Mitarbeiter das pflegen. Ja. Und das haben sie auch immer gut gemacht. Aber ich denke, es ist noch viel persönlicher, wenn derjenige es mit eingerichtet hat und einen Bezug dazu hat. Was sagst du dazu? Hast du Bock drauf? Ich bin mega gehypt. Ich freue mich sehr. Ich kann es kaum erwarten. Auch auf die Resonanz der Zuschauer dann. Genau, die dich ja dann im Laden, wenn sie hierher kommen, auch ansprechen werden, weil dann haben sie dich schon mal gesehen. Und ihr könnt uns glauben, das Alter ist nicht mal ausschlaggebend. Man kann sich auch in jungen Jahren schon ganz gut im Hobby auskennen. Wie alt bist du denn?
19 Jahre jung. 19 genau. Jahre. Wir haben mit 16 angefangen in der aber ja, 19 ist immer noch ein guter Start. Der hat noch einen höheren Bildungsweg als wir absolviert, deswegen ist er jetzt erst da. Wir sind ja nur Realschüler. Genau. Okay. So. Ja, wir wollen, wie gesagt, jetzt mehr oder weniger, oder ihr legt jetzt erstmal los und macht das Becken leer. Genau. Herzgeb haben wir schon vor einer ganzen Weile ausgesucht und da hast du ja zwar nicht direkt mitgewirkt, aber du weißt ja, wie es aussehen wird. Wir haben dir aus dem Außenlager ein Video geschickt. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und wenn du bei dem Entstehungsprozess dabei bist, ist es ja viel, viel einfacher nachzuvollziehen, was dann wie wo gepflegt werden muss und wie was am besten funktioniert. Und das ist jetzt unsere Intention. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weiter uns in große Worte schwingen, ja, fangen wir einfach mal mit den Taten an. Und, oder ihr. Aber apropos große Worte. Ja. Ich finde hier, der Micke hat echt Ausstrahlung vor der Kamera. Hat gut machst dich gut, ja. Gut und frei geredet hier. Ich bin ganz überrascht. Ja, also müssen wir den Take doch nicht nochmal drehen. Nee, aber ich denke, perspektivisch kann ich ja irgendwann dich durch ihn ersetzen vielleicht. Das war der Plan. Das ist aber auch. Nein, okay. Es war ein Spaß. So, liebe Zuschauer, wenn ihr wollt, dass ich einen eigenen Kanal aufmache, dann gebt dem Video einen Like. So, nee, ihr könnt auch so einen Like geben. Gut, wir bleiben mal schön in dem Gespann, in dem wir sind. Und genau. Ich würde sagen, ihr legt jetzt mal los, das Becken leer zu machen. Und ich würde sagen, ich melde mich mal wieder zu Wort, wenn es dann ans Neueinrichten geht. Wenn wir gearbeitet haben und alles leer gemacht haben, kommst du wieder ins Spiel und machst die spaßigen Sachen, nämlich die Einrichtung. Nur das, was mich entertaint. Okay. Nee, so machen wir es. Ihr legt jetzt los und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns dann, wenn es weitergeht. Jetzt haben wir einen Zeitsprung gemacht und wir sind Ende September. Wo sind wir? In unserem Außenlager. Und du hast mir gerade gesagt, wir wollen hier Wurzeln aussuchen zum Wässern. Wo sind denn die Wurzeln? Die sind hier dahinter. Also wir haben hier Juwelen natürlich, alle Kombinationen, die es gibt, aus Ser, Delta und, jetzt habe ich schon wieder Delta gesagt. Genau, gell? Delta war oldschool, du bist 20 Jahre zu spät. Die Dinger heißen Trigon. Trigon und Vision. Wir haben den Tape gerade sogar eben nochmal gefilmt, weil ich mich versprochen habe und habe es jetzt gleich nochmal gemacht. Jetzt bleibt es drin. Jetzt bleibt es drin. Ja, wir sind hier in eurem Außenlager und ich sehe hier die komplette Modellpalette, außer eben diese zwei Modelle von Juwel irgendwie in allen Farben. Also ich sehe schon, wenn es mal knapp wird, ich weiß, wo ich das passende Becken herbekomme. Du hast sie alle da. Jede Kombination in jeder Farbe. Ja. Und zweimal. Und jetzt zeig mir, wo die Wurzeln sind. Die Wurzeln sind hier hinten. Tada, das ist nämlich Amtrak Rochi. Ja. Und möchtest du was über die Situation von Mangroven die letzten anderthalb Jahre erzählen? Ich bin jetzt gerade erstmal völlig baff, weil du hast ja hier, also allein Mangroven irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Paletten oder so. Ja, Mangroven sind momentan ganz, ganz schwer lieferbar. Problem ist, die kommen ja aus, was war es, Malaysia? Malaysia, genau. Und die Transportcontainer, die sind 10-mal so teuer, wie sie mal waren. Und wir sind jetzt, stand September gleich bei $16,500 für einen Container. Es waren mal 1.900 oder sowas, also mit Transportkosten. Genau. Und die Dinger zu kriegen ist momentan halt, also für viele Importeure recht unwirtschaftlich.
aber trotzdem hast du es jetzt irgendwie geschafft, dir doch noch mal ein paar herzuzaubern. Und da werde ich ganz neidisch. Aber ja, wir müssen uns jetzt eigentlich nur was aussuchen für dein Becken. Und das, was hier steht, reicht wahrscheinlich für 25 von diesen Projekten, was wir hier gerade vorhaben. Mhm. Also es ist ausreichend vorhanden. Und ich habe jetzt die Qualderwahl, also du natürlich auch, dann steht ja bei dir das Becken, du sollst ja auch entscheiden, was da reinkommt. Ja, ich habe jetzt die Qualderwahl, mit dir zusammen hier herauszusuchen, was wir jetzt schon mal einweichen, denn ihr wollt ja jetzt sehen, wie das weitergeht mit dem Becken und genau. Wir wollen euch nicht monatelang warten lassen, denn das, was jetzt hier gerade passiert, ist ja schon lange vorbei. Ja. Gut. Du machst jetzt ein bisschen Platz. Man hört dich nicht. Ja, jetzt. Du machst jetzt ein bisschen Platz, dass wir hier an die Paletten reinkommen. Ja. Und dann würde ich sagen, suchen wir mal aus. Auf geht's. Ich habe weggeparkt. Boah. Und ich habe mich hier schon mal positioniert, weil wir haben jetzt kein Cuttermesser und nichts dabei. Wir müssen jetzt hier irgendwie klarkommen, um schon mal zu schauen, was hier grob dabei ist, und ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig entscheiden. Wir nehmen jetzt ein paar mit und suchen uns dann letzten Endes drüben im Laden aus, was dann schlussendlich reinkommt. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier überhaupt Brauchbares dabei ist, und es ist eine ganze Menge. Wahnsinn. Also wir haben hier, das fängt bei der kleinen neben der hohen an. Das sind alles Mangroven. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so viel bestellt habe. Und hier ist noch ein Special-Karton, den werden wir auch gleich noch ein bisschen unboxen. Den habt ihr ja schon mal in der Insta-Story gesehen. Jetzt fragst du dich, was ist da drin? Ja, ich frage mich gerade wirklich, was da drin ist. Pebbles und Kies. Ja, stimmt. Brauchen wir ja auch noch. Genau. Oh, hier ist eine Tür, die mir sehr gut reingeht. Das ist doch schon mal interessant. Die ist cool. Wir achten darauf, dass die Wurzeln so ein einigermaßen zusammenpassendes Gesicht haben, wie bei einem Stein auch. Also vom Charakter her ist es einfach stimmiger, wenn die Formensprache vom Holz ungefähr gleich ist. Also jetzt mal als Beispiel. Die hier ist ja viel massiver und wirkt für sich auch schön, passt aber nicht zu denen. Deswegen müssen wir schon schauen, dass es einigermaßen stimmig ist. Ja, was es jetzt auch nicht einfacher macht. Schwierig. Das Problem ist, ja, dass wir es auch reinkriegen. Das Becken ist ja nur 60 tief, dann hat es ja diese breiten Stege. Da muss man so ein bisschen rein und manövrieren. Mit der Bühne oben drüber fürs Licht. Das wird echt heavy. Wenn ich muss, muss es sägen und im Wasser wieder zusammensetzen. Ja, gefällt mir ja gar nicht. Ne? Ich bin gerade kreativ. Wie hoch war dein Becken? Es ist 70 hoch und 60 tief. Das ist ja definitiv höher als 70. Ja. Aber kann ja auch ein Stück rausgucken. Ich glaube, ich muss die Lampen abbauen, um das da reinzubekommen. Das wird die spannende Action jetzt. Erstmal haben. Haben ist besser als brauchen. Haben ist immer besser als brauchen. Aber wir haben ja genug. Das ist zu hoch. Ja, ist ja egal, aber das kann ja rausgucken. Ich finde die schon mal nice. Also die geht mir schon mal gut rein. Die ist auch geil, aber halt übelst leicht. Ja, das habe ich schon beim Auspacken gemerkt. Es gibt immer bei den Mangroven ganz schwere, also das hier, das sehe ich schon, das ist so eine schwere, massige. Ja, geil. Ganz anders. Das richtiges Hartholz, das sieht man schon. Ja, als die hier. Und kauft niemals Gesandtstrahlte. Bestelle ich auch nie. Die Oberfläche ist komplett zerfledert und die verrotten auch schneller. Deswegen nehmen wir immer die ungestrahlten. Wie willst du das jetzt aufbauen? Eine Seite komplett flat und die andere nur hoch mit Wood
Oder willst du auf beiden Seiten Roots haben? Wie hättest du es jetzt gerne? Du bist so kreativ. Mir muss es ja nicht gefallen. Mika muss es eigentlich gefallen, der ist nicht dabei. Tja. Weil der muss es maintain. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So ist richtig. Chef? Hey Mika, du bist im Video. Ja. Du bist im Video. Wie willst du es denn haben? Links und rechts eine Wurzel oder willst du auf einer Seite wurzeln und auf der anderen Seite abflachend haben? Gute Frage, gell? Wie viele Wurzeln sind das insgesamt? Zwei. Zwei? Ja, ich schick dir jetzt mal ein paar Picks und dann kannst du ja mal was dazu sagen. Gell? Wie es dir gefällt. Jetzt an, oder was? Wir sind schon dabei. Und Kevin hat mich gerade gefragt, wie ich es denn haben will. Und ich sage, eigentlich müsste Mika sagen, wie er es haben will. Und nein, deswegen, das müsst ihr entscheiden. wieder der bescheidene Boss. Gut. Kannst du die Scheiße kümmern im Nachhinein. Genau. Ich schicke dir mal Pics und dann kannst du mal sagen, was dir, ob dir das gefällt und wie. Ja? Gut. Ja, Mann. Na dann, ciao. Ciao. Wenn du das so machst, dass die auf der rechten Seite steht, gell? Ja. Und der Fluss visuell hier lang kommt, dann könnte man die im Hintergrund ein bisschen bepflanzen, also ein bisschen Java fahren und sowas würde ich ja auch draufpacken. Ja. Und Valesnerien und vielleicht ein paar kleine Cryptocurrhinis, aber dann könnte man das Flussbett so strukturieren. Na, so andeuten zumindest. Ja. Weißt du, dass die jetzt so schräg drin steht? Fische brauchen ja noch ein bisschen Spritze zum Schwimmen. Ja, es ist ja aber trotzdem. Das finde ich erstmal ganz nice, dass das hier nach oben geht und hier ist es ein bisschen flacher. Also so fließt der Fluss und das wird jetzt so angeschwemmt und das könnte vielleicht noch vom Ufer irgendwie liegen. Also hier ist ein bisschen Planten und hier ist halt ein bisschen cleaner. Also ich würde die Optik auf jeden Fall lassen. Dann könnten wir jetzt hier nochmal eine Wurzel reinbauen, die hier nochmal ein Stückchen hochkommt. Aber dass das eben hier nicht zugebaut ist, weißt du, dass wir hier Perspektive haben. So, und je nachdem, von wo die Strömung kommt, also die würde ich dann von hier machen, dass die Valesnerien so ein bisschen flattern. Weißt du, dass du von hier... Du würdest die Strömung von da kommen lassen, dabei der Baum in die Richtung gestürzt ist. Ja, würde ich, weil der ist ja so, ist er ja mitgetrieben. Also so ist er reingefallen und das Wasser kommt von hier. Das will hier lang. Das heißt, wenn hier die Valesnerien... Also hier durch, in der Mitte durch. So, da will es hin. Das ist die Strömung. Du guckst jetzt nicht von vorne in den Fluss, sondern schräg rein. Ja. Also hier brauche ich jetzt noch eine M. Die ist mir zu fett. Weil das finde ich schon mal ganz nice hier. Okay. Weil ich denke immer, wenn die Flussrichtung nach da geht, gell? Ja. Dann steht die aber in die Strömung. Und das ist ja nun jetzt nicht so, wie es in der Nature eigentlich ist. Das ist richtig, aber wer weiß, wie der Baum da reingefallen ist und wie er sich gedreht hat. Soll der da reingefallen sein oder soll er überspült worden sein und einfach noch im... Der kann ja auch noch gewachsen sein und steht da am Flussufer. Hat sich neue Wege gesucht oder so. Und ja, das ist halt hier erdreich, also da ist Land. Ja. Und hier ist Wasser. Das heißt, hier ist so umgefallen. Und der und kann hier ja steht er quasi noch, eigentlich noch so unterspült sein. An der Riffkante, hätte ich fast gesagt. Riffkante, genau. Der kann ja unterspült sein. Ja. Aber diesen Look fände ich jetzt eigentlich ganz nice. So, jetzt muss ich unbedingt nochmal in die M-Palette reingucken, weil nur große, das wird jetzt nicht. Nicht. Ja. Kannst du hier mal mit deinem Tool öffnen? Ja, ich stelle mal die Kamera weg. Ja. Wenn man kein Maßband hat, muss man sich zu helfen wissen. Und das heißt schleppen. Wir haben jetzt einfach 60er Becken aneinandergereiht, bis wir bei 3 Meter waren. Und uns hier noch die Höhe von 70 aufgebaut. Und jetzt können wir ungefähr... Jetzt haben wir quasi ein Scaping Table 3 Meter. Welche Beckentiefe hatten wir jetzt? 60. 60. Stellt auch hinten einfach noch einen 60er in das XL da vorne. Das geht ziemlich genau auf, was ich mir hier überlegt habe. Okay. Ich denke zwar, dass wir es oben nicht reinkriegen, aber das müssen wir dann sehen. Wenn nicht, müssen wir es auseinanderklappen. Weil ich habe 3 Stege in der Mitte, in dem Becken. 3, nicht 2? Nein, 3. Und links und rechts zur Kante hin, an der anderen Scheibe ist auch noch ein Steg. Naja, die kann man halt, das Schöne ist, das sind ja hier 2. Die kriegt man auf jeden Fall rein.
Und die, wenn man sie reindreht, wahrscheinlich auch. Lichtbühne ist 40 oder 60 oben drüber. Ja gut, die kann man ja abbauen. Die ist festgeklebt. Wir kriegen es schon irgendwie hin, wenn nicht müssen wir das Becken, müssen wir die Lichtbühne trennen mit Silikon und setzen die nur noch so auf, ohne geklebt. Das ist ja dann vielleicht auch viel einfacher. Aber du gehst jetzt den zweiten vorm ersten Schritt. Jetzt brauchen wir erstmal einen groben Überblick, wie das Ganze aussehen wird. Und ich denke, das kriegen wir schon irgendwie gelöst. Und Wille ist auch ein Weg, Baum. Wie mein kaputtes Aquarium im Kofferraum. Ja, das passiert. Shit happens. Der grobe Entwurf ist fertig. Jetzt erkläre ich euch, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß, wenn wir dann am Becken drüben stehen, wird eh alles anders aussehen und irgendwas wird nicht so passen, wie ich es mir überlegt habe. Vielleicht sieht auch einiges besser aus, müssen wir halt schauen. Aber ich habe mir folgendes Konzept überlegt. Wir haben jetzt hier mit diesen 60er Becken unser 3 Meter Aquarium gebaut. Und hier in dieser Ecke ist die Uferböschung. Also hier kommt das Land, das Festland. Am Fluss. Ja. Und das ist hier so ein unterspülter Baum, der da irgendwie noch so gewachsen oder gelegen haben könnte. Da kommt dann noch ein bisschen Javafarn drauf und eventuell Kryptokurin. Wir haben hier relativ große Fische und wir wollen das Becken nicht zustellen. Das soll halt jetzt auch kein Contest-Aquarium werden, sondern eher ein Biotopbecken. Jetzt wollten wir natürlich aber trotzdem den Spagat zwischen Biotop pro Fisch, aber auch schön hinbekommen. Und ich denke... Biotop Light. Heißt das nicht Biotop Light? Biotop Light, ja, Bioscape, Bioscape, wie auch immer. Wir bauen uns jetzt hier einfach was Schönes zusammen. Also, hier haben wir die Uferböschung und hier ist die Flussrichtung. Wir haben also die ja geht nur, hier in der Mitte durch. Genau. Da so, geht die durch. Genau. Wir haben ja nur eine 60er Tiefe. Und wenn wir Tiefe andeuten wollen, dann müssen wir halt irgendwie ein bisschen rumtricksen. Das können wir mit größeren Steinen vorne und kleineren Steinen hinten machen. Und vor allen Dingen, ja, nicht so, sondern... Wir machen eine Diagonale. Genau. So, und dann haben wir jetzt hier die Hauptflussrichtung. Das heißt, da wird auch die Strömungspumpe das Flussbett. Das Flussbett, genau. Da wird die Strömungspumpe das Wasser nach vorne blasen zur Scheibe. Und hier kommen nochmal die ein oder andere kleine Wurzel angeschwemmt, die sich dann hier so verkeilt und dann so im Flussbett liegen bleibt zwischen den großen Steinen. Da kommen natürlich noch kleine Steine hin und der passende Bodengrund. Und das ist jetzt ein großes Stück Holz, also eigentlich zwei. Das wurde vom Fluss mitgerissen und ist dann so mitten im Fluss hängen geblieben. Also das bleibt jetzt hier so liegen, denn wir haben jetzt hier auch nochmal eine freie Stelle. 3 Meter ist relativ groß. Hier hinten kommen Vallisnerien hin und die Vallisnerien sollen in der Strömung ein bisschen rüberflappern. Genau, die sollen hier so schön hier hinbabbeln. So, mit dieser Ecke bin ich noch nicht 100% zufrieden. Also irgendwas aus kleineren Bruchstücken werde ich da wahrscheinlich noch zurechtbauen. Ob der Stein da jetzt so liegen bleibt. Ich hätte gerne einen Sandpool. Das funktioniert nicht. Ja, ich denke, passt jetzt zu dem Konzept nicht wirklich dazu, aber wir können ja noch mal eine beruhigte Stelle bauen, wobei das ja auch eigentlich noch im Fluss ist. Also ja, ja, der klar. Fluss geht ja nicht nur so, der geht ja auch hier. Also irgendwas muss hier jetzt noch hin, da bin ich jetzt wirklich noch nicht so zufrieden mit dem. Aber Bild. Wir haben erstmal, es ging ja hauptsächlich um die Wurzeln zum Vorwässern und genau. Die Mission haben wir erstmal erfüllt. Die Mission haben wir erfüllt, wir nehmen noch die hier eine mit, die große. Die wässern wir auch noch vor.
Die Wässern wir auch noch. Vielleicht finde ich jetzt im Laden im Regal, da haben wir nur Essstückchen, vielleicht ist da was dabei, aber die sind meistens immer nur solche kleinen Bruchstücke. Ja, ne? Am Ende reicht so ein Ast. Ich habe ja gesagt, das soll ja zum Charakter des Beckens passen. Und wenn wir jetzt so ein Stück haben, dann ist das immer noch glaubwürdiger, dass das hierzu passt, also so ein kleiner, kompakter Knubbel. Mhm. Deswegen, also irgendwas muss hier noch hin. Ich tendiere dazu, dass wir es vielleicht hier vorne sogar noch bepflanzen und nach hinten hin freilassen, müssen wir schauen. Es muss halt auch pflegbar sein und du hast ja noch diese schräge Scheibe hier hinten drin, ne? Ach ja, stimmt. Das müssen wir auch noch bedenken. Genau, der Wirtschaftsschacht. Das haben wir ja hier auch. Deswegen, da müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten machen, dass das halt ganz passend aussieht. Aber ich würde mal sagen, so wird schon mal ein Schuh draus. Also so, und ihr wisst, ich bin sehr, sehr unzufrieden und sehr, sehr kritisch. Du warst mit dem, relativ schnell jetzt glücklich, ne? Zufrieden. Glücklich zufrieden. Nicht. Ja, wie lange hat es gedauert? Keine Ahnung, wann war man hier? Ja, anderthalb Stunden oder so. Ja, genau. Ja, also ich kann jetzt ruhig schlafen heute Nacht. Ja. Und ich denke, das ist, und ich habe mir wirklich, also schon vor Wochen Gedanken gemacht um dieses Projekt, weil ich noch gar keine konkrete Vorstellung habe. Und jetzt kannst du endlich wieder schlafen. Jetzt kann ich endlich wieder schlafen, denn die ganzen Biotopaufnahmen, die ich gesehen habe, die waren mir zu biotopisch. Da waren halt nur Steine. Tümpel, entweder war es sumpfig-tümpelig, ja, oder es war nur Geröll und genau. Wirklich... Hat mich jetzt nicht so entertained und deswegen dachte ich, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Und ja, so, das lebt ja natürlich auch von Details. Also wenn jetzt hier beispielsweise, der muss ja auch nicht hier liegen bleiben, wenn wir jetzt hier vielleicht noch sogar irgendwas bepflanzen oder hier nochmal eine flache Stelle lassen und hier noch einen großen Stein hin, irgendwie so. Aber im Moment bin ich eigentlich ganz zufrieden und das ist eine Basis auf das der... Das ist ein heißes Layout, das sagt auch die Kamera. Ja, die ist heiß. Die überhitzt gleich. Okay, na dann machen wir jetzt einen Cut und wir sehen uns. Ich filme jetzt hier das Ding nochmal ab. Genau, wir sehen uns dann in ein paar Monaten im Laden wieder, ne? Ja. Oder Wochen, je nachdem. Wir sind jetzt gleich im Laden. Genau, auch für uns dauert's. Ja. Gut, also die fertigen Wurzeln seht ihr dann.